Hallo miteinander. Hier spricht Tom Nook. Es ist Mittwoch, der 1. April 2020, 15.24 Uhr. Wie ich schon gestern erwähnt habe, ist das Service Center heute wegen Umbauarbeiten geschlossen. Das bedeutet die eine oder andere Unannehmlichkeit, aber es wird sich lohnen. Nur ein bisschen Geduld. Oho, der Häschentag nähert sich mit großen Sprüngen. Sobald das Wetter frühlingshaft wird, ist dieses Fest immer nicht mehr fern. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, habe ich mit dem Service Center Bau alle Tatzen voll zu tun. Und damit mache ich mich auch gleich wieder an die Arbeit. Euch allen noch einen schönen Tag. Heute starten wir also mit dem Osterevent in Animal Crossing. Vom 1. April bis zum 12. April können wir nämlich hier in der Stadt den Hasen Oos antreffen. Und soweit ich weiß, hat er auf der ganzen Insel Ostereier versteckt. Des Weiteren ist nun wohl offiziell Frühlingsbeginn und wir haben einige schöne Kirschblütenbäume. Oh mein Gott, ist das geil. Ich frag mich gerade, ob man die vielleicht irgendwie sozusagen speichern kann. Weil ich weiß ja jetzt nicht, wie lange die verfügbar bleiben. Oh, da ist schon das erste Osterei. Ich dachte gerade, das wäre ein Fossil. Ich habe ein Erdglücksei ausgegraben. Okay, sehr geil. Was ich aber eigentlich machen wollte, ist kurz was ausprobieren. Moment, Moment, da war eine Grille. Oh Gott. Sind die jetzt neu? Habe ich vorher noch nie gesehen. Ich glaube, die kommen erst jetzt. Nein! Nelly, was hast du getan? Nelly, hör auf! Lass ihn! Nelly, bitte, ich will ihn fangen. Oh Gott. Sie beklatscht mich sogar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin noch nicht mal fertig mit meinem Intro und der Part ist schon eskaliert. Oho! Eine Nasenschrecke. Hab dich. Jetzt kann ich dir eine lange Nase drehen. Kennt ihr das? Als ich jünger war, vor allem mein Vater, der fand das warum auch immer irgendwie immer lustig, so die Nase zu grabben und so zu drehen. So als eine Art Begrüßung und halt als was Nettes jetzt, ja? Nicht irgendwie böse gemeint oder so. Aber ich habe das Gefühl, das ist früher irgendwie cool gewesen oder halt so eine Begrüßungsart von Erwachsenen an Kindern gewesen. Ich habe das aber gehasst ohne Ende. Er hat das immer wieder gemacht. Denke ich mir so, oh Bruder, ich klatsch dir hin. Spaß. Aber ich mochte das absolut nicht, Mann. Oh, zum Glück hat er irgendwann damit aufgehört. Aber ich glaube, so gerade so 90er und früher war das irgendwie cool. Warum auch immer. Nee, was ich ausprobieren wollte ist, was passiert bitte, wenn man einen Kirschblütenbaum ausgräbt? Und das werden wir jetzt ausprobieren. Also was steht dann da? Und kann man den vielleicht irgendwie lagern und dann für eine spätere Jahreszeit speichern, um ihn wieder einzugraben? Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber wer weiß. Okay, da steht einfach nur Laubbaum. Da steht nicht einfach Kirschblütenbaum oder so, da steht einfach nur Laubbaum. Schade. Aber ich werde das Experiment trotzdem machen. Ich werde den jetzt behalten und bei mir im Haus einlagern. Was geht, Roland? Hallo, läuft's bei dir so, Kumpel? Bei mir läuft's richtig gut. Und bei dir? Ideales Outdoor-Wetter. Da freuen sich die Muskeln doppelt, wenn sie an der frischen Luft sind. Verstehe, verstehe. Sag mal, willst du wieder ein Geschenk haben? Oh, ich habe wieder ein paar Sachen über, die ich dir geben könnte. Oh, ist das für mich? Hier, mein letzter Köder. Als ich gestern den Huchen gefangen habe, ist nur noch der von über 100 übrig geblieben. Ein Köder? Na sowas. Interessante Wahl von dir. Ich finde sicher noch eine Verwendung dafür. Danke. Okay, ich glaube, das fand er jetzt nicht so toll. Ja gut, Geschmäcker sind verschieden. Ich kann ja auch nicht erwarten, dass ich für jeden Dreck, den ich meinen Mitbewohnern anbiete, in die Luft gewirbelt werde. Verstehe ich, verstehe ich. So, unsere bestellten Sachen sind angekommen. Und darüber hinaus ein Brief der Nook Direct Bank. Warum denn das? Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Nook Direct Bank. Ihrem Konto wurden Zinsen im Wert von 387 Sternis gutgeschrieben. Ah, wunderbar, wunderbar. Fürs Einlagern des Geldes auf das Bankkonto bekommt man hier in Animal Crossing tatsächlich noch Zinsen.
Ja, davon können wir im Real Life nur träumen. Das ist schon lange Geschichte, sagen wir es mal so. Aber in Animal Crossing ist die Welt halt noch in Ordnung. Ja, hier ist alles Wunderbärchen. Und damit es gleich noch schöner wird, pflanze ich mir auch an, oder als eine kleine Hommage an das erste Animal Crossing, was wir gespielt haben auf dem GameCube, einen Pfirsichbaum neben dem Birnenbaum. Weil wir hatten ja auf dem GC Pfirsiche als Stadtfrucht. Oh, nice. Da ist das goldene Loch. Hä? Habe ich gerade richtig gesehen, dass da auf dem Baum Ostereier hängen? LOL. Ach, wie krass. Okay, schauen wir uns gleich näher an. Aber ich möchte vorher 10.000 Sternis vergraben. Das ist momentan das sicherste. Und solange wir nicht super rich sind, werde ich auch keine großen Risiken eingehen. Also immer schön klein anfangen. Und tatsächlich sind hier einfach mal 3 Laubeier. Ich weiß gar nicht, wie viele Eier es insgesamt gibt. Aber wir werden es herausfinden. Hier könnte ein weiteres eingegraben sein. Oder es ist ein Fossil. Doch, diesmal ist es tatsächlich ein Fossil. Okay. Hätte ja auch sein können, dass die jetzt für dieses Event nicht verfügbar sind. Hey, was ist denn passiert? Warum bist du so sauer, Nele? Roland versteht mich überhaupt nicht, Quark. Absolut nicht das geringste bisschen. Kann ich vermitteln oder irgendwie helfen? Ich liebe Singen, Quark, und Tanzen. Und ich will der Mega-Popstar werden. Ich glaube nicht, dass du Michael Jackson übertrumpfen kannst. Also arbeite ich voll hart dafür. Aber Roland glaubt, dass man zum Star geboren wird. Das ist so frustig. Ich bin ja nicht allein mit diesem Traum, Quark. Sollen wir etwa alle einfach aufgeben, oder wie? Hast recht. Werd auch gleich begründen. Echt? Ich bin ja so froh, dass du mich verstehst, Tommy. Jetzt geht's mir schon viel besser, Quark. Ich verstehe ja, was Roland meint, aber ich werde beweisen, dass er falsch liegt. Also zum einen möchte ich ihr natürlich gerne ein bisschen mehr Selbstbewusstsein verschaffen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ey, probier's einfach mal. Aber ich verstehe auch Roland, der damit nicht Unrecht hat. Es gibt einfach gewisse... Oh, was ist das? Eine Libelle. Es gibt einfach gewisse Menschen, denen ist einfach von vornherein etwas in die Wiege gelegt worden. Und ich denke schon, dass man sich jetzt Talent nicht wirklich antrainieren kann. Ja, das ist halt einfach da oder nicht. Aber man kann durch sehr, sehr viel Fleiß einiges wettmachen. Also es ist jetzt nicht so, als ist man völlig chancenlos. Man kann alles erreichen, wenn man nur dran glaubt und sich Mühe gibt. Aber man wird es vielleicht schwerer haben als andere, denen gewisse Voraussetzungen bereits in die Wiege gelegt wurden. Ich meine, ich könnte jetzt auch kein Bergsteigprofi werden, ja? Also wahrscheinlich nicht. Weil ich... Oder das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Künstler. Nehmen wir Künstler. Ich kann super scheiße zeichnen. Manche können einfach von Grund auf mega krass zeichnen. Ohne es wirklich geübt zu haben. Aber auch das kann man sich zu einem gewissen Maße antrainieren. Und das braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Man muss etwas aufholen. Aber man kann es schaffen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich kann jetzt hier auch nicht so einen großen Vortrag halten, weil das Spiel gerade eskaliert. Es gibt 1000 neue Sachen auf einmal. Und weil ich so unglaublich voll bin, gebe ich jetzt erstmal ein paar Tiere ab, um wieder neuen Platz zu schaffen. Eigentlich wollte ich direkt zu dem Osterhasen gehen, aber ich finde ihn gerade nicht. Stattdessen aber jede Menge Tierchen und Items und Eier und Bewohner und alles einfach. Oh nein, eine Königslibelle bringen sie hierher. Haben dann die Viecher gestern nicht gereicht? Du, ich habe in meinem Lager noch etliches anderes Zeugs. Oh,
Ach so. Ja, okay, dann handeln wir das mal schnell ab. Die Königslibelle gehört mit einer Fluggeschwindigkeit von bis zu 50 km/h zu den flinkesten Insekten. Auffällig grün gefärbt sind alle, doch Männchen haben einen blauen Hinterleib, Weibchen einen braunen. Dann sollten die sich mal lieber waschen, wenn sie einen braunen haben. Klingt alles ganz harmlos, oder? Tja, doch ihre Jungen fressen Kaulquappen und sogar kleine Fische. Schlimmer noch, wenn nichts anderes da ist, fressen sich diese Monster sogar gegenseitig. Oh, wow. Aber glaub mir, das würdest du und ich auch tun in einer absolut krassen Apokalypse, wo es um Leben und Tod geht. Ist so. Was schaut ihr so? Ich kann meine Abscheu kaum in Worte fassen. Ich hasse sie. Meinst du jetzt mich, oder? Das bleibt Auslegungssache. Ihm hat wohl nicht so gefallen, was ich gerade gesagt habe. Aber es ist Real Talk. Als ob einer von euch freiwillig krepieren würde in einer Apokalypse, wenn er die Möglichkeit hat, einfach jemand anderen zu fressen. Das macht man. In dem Fall halt einfach. Es ist ein Instinkt, ja, ein Überlebensinstinkt, den man nachgeben muss. Eine Nasenschrecke? Oh Gott, nicht das auch noch. Komm, ist doch gleich vorbei. Okay. Als ob Heuschrecken nicht genug wären, müssen wir auch noch Nasenschrecken ertragen. Diese traurigen Gestalten sind für ihre langen Hinterbeine und Köpfe bekannt, daher auch der Name. Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Denn bei Gefahr spucken sie eine braune Flüssigkeit. Was haben wir denn heute mit braun? Da dreht sich einem ja der Magen um. Ja, das hört sich echt nicht so geil an. Aber so ist die Natur nun mal. Über dich gibt es bestimmt auch einige Fakten zu erzählen, die eklig sind. Du willst es nur nicht wahrhaben. Und für dich ist es ja normal. Für andere aber vielleicht nicht. Ist halt einfach so. So, Leute. Und um noch mehr Platz zu schaffen, sollten wir vielleicht unsere neuen Sachen jetzt mal auspacken. Und ins Lager bringen. Oder anziehen. Oder was auch immer. Ich zieh gleich mal die Cap an. Ups. Es regnet zwar gerade nicht, aber die gelbe Farbe ist eigentlich ganz cool. Und ja, der Rest, der wird platziert oder landet im Lager. Werfen wir doch zuerst einmal einen Blick auf unsere Meilen. Angellegende. Einer wahren Legende entgeht kein einziger Fisch. Um dir diese Meilen zu verdienen, musst du mehrere Fische in Folge an Land ziehen, ohne dass dir einer entwischt. Okay, wie viel brauche ich für den letzten Stempel bitte? 100? Oh, wow. Aber hey, 59 habe ich schon mal. Und Katalogstöberer. Aber ich habe doch gar nichts für den Katalog bestellt. Ach so, je dicker er wird. Ah, okay, also je mehr Dinge man freischaltet. Alles klar. Okay, dann probieren wir doch gleich mal aus, ob wir mit diesem Radiorekorder hier die Musiktracks, die wir gekauft haben, abspielen können. Doch dazu muss erstmal das alte Ding weg. Das neue kommt da drauf. Ja, lassen wir mal die Position. Oder? Ja, doch. Müssen wir ja. Und ich habe hier übrigens auch die Gemälde jetzt geändert. Beziehungsweise die Lieder abgenommen und durch die Poster ersetzt. Schaut soweit ganz okay aus, finde ich. So, dann machen wir mal den Test. Wobei das Ding da oben überhaupt nicht cool aussieht. Also das kleinere Teil hat da eher hingepasst. Moment, Moment. Jetzt will er ja mit der Holzkommode interagieren. Ah, cool. Da ist mein ganzer Kleiderschrank verfügbar. Oh, lol. Man kann sich sogar so Blümchen ins Haar stecken. Na, warum nicht? Gefällt mir. Aber das war ja nun nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Warum gibt das jetzt wieder Meilen?
Schrank-Modenschau. Aber wahrscheinlich, weil es so ein kleines Secret ist. Wer auf sein Äußeres achtet, braucht unbedingt einen Schrank. Damit die Mode unserer Insel die Welt erobert, belohnt Nook Inc. jeden, der einen Schrank anschafft und sich daran umzieht. Okay. Haben wir das dann auch erledigt? Aber was ist jetzt mit meinem Radiorekorder? Darf der da oben nicht stehen? Okay, dann testen wir es eben am Boden. Geht. Tatsächlich. Okay, dann brauche ich für den wohl einen anderen Platz. Aber ist möglich. Ich würde aber vorschlagen, die Tracks hören wir uns, genau wie beim GameCube-Let's Play, erst am Ende an. Sudelü. Und ich habe mir gedacht, wir könnten jetzt noch unsere restlichen Böden und Tapeten anschauen, die wir mal gekauft hatten. Einmal der Kellerboden. Als Kellerboden kann man das durchaus machen. Finde ich cool. Schachbrett-Imbissboden. Ja, habe ich jetzt nicht prinzipiell was dagegen, aber nicht meins. Auf den Arabeskenboden bin ich gespannt. Den habe ich, glaube ich, erst letztens gekauft. Ja. Auch nicht so ganz meins, ehrlich gesagt. Wildholzwand? Oh je. Fühle ich nicht so. Und es nervt mich voll, dass manche Sachen einfach eingelagert werden, wenn man seine Tapete ändert. Warum ist das denn so? Abstrakt-Tapete? Oh Gott. Wobei, mit dem Teppich kombiniert, kann man so machen, wenn man drauf steht. Wenn ihr euch gefragt habt, warum zum Teufel hat er eigentlich diese Rüben da noch liegen? Man kann neben den Ameisen auch mit viel Glück eine Fliege fangen. Oh, eine Fliege. Fliegen dir noch weitere Fliegen hinterher? Bitte nicht. Bitte nicht. Ich hasse diese Viecher. Unglaublich. Besonders die dicken. Oh, was ist das denn für ein Teil? Ein neuer Schmetterling. Oho, ein Kolibri-Falter. Macht der Faltkolibris? Garantiert macht er das. Gott, diese Witze immer, ne? Furchtbar. So, machen wir uns mal weiter auf die Suche, oder? Leute, gibt noch jede Menge Eier zu finden. Und den Hasen muss ich ja auch noch suchen. Also, der ist doch schon da, oder? Kommt der erst am Ende des Events? Ich weiß es gar nicht. Aber ich dachte, der würde hier schon rumrennen. Vielleicht haben wir auch einfach nur Pech. I don't know. Hier ist noch ein Fossil. Und hier fliegt ein Geschenk. Selbst das hat einen Osterballon. Warte, ist dann da auch ein Osterei drin? Bestimmt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber eins der Möbel. Also wir kriegen ja auch sehr, sehr viele Oster-Theme-Möbel. Und das hier scheint das erste zu sein. Hiestientag-Tisch. Geil. Ich dachte, die bekommt man nur im Austausch gegen die Eier, aber scheinbar auch auf andere Art und Weise. Nice, nice, nice. Die Bambuswaldtapete ist mir gestern auch noch per Geschenk zugeflogen. Also schnell erlernen. Herstellen können wir sie noch nicht, weil wir leider keinen Bambus haben. Aber kommt Zeit, kommt Bambus. Ach, Gulliver ist auch wieder da. Oh, aber auf den habe ich jetzt keinen Bock. Schon gar nicht Zeit. Ich höre noch ein Geschenk. Was geht ab? Was geht ab? Hä, wo ist es denn? Und warum fliegt da so eine Kirschblüte rum? Habt ihr die gesehen? Hä, wo ist denn das Geschenk? Hä? Also ich hab's klar und deutlich gehört, aber ich sehe es leider nicht. Nelly, guten Tag. Wie läuft es so bei dir? Muhu. Gut. Gummy, was hast du denn zuletzt so getrieben? Ich selbst. Das ist geheim. Mhm. Okay. Dann frage ich mal nicht näher nach, auch wenn das sehr interessant ist. Und jetzt habe ich das scheiß Geschenk endlich gefunden.
So, und dieses Mal ist es ein Ei. Na also, geht doch. Hi, Mareile. Brauchst du mehr Emotionen? Natürlich brauchst du die. Das war eine rein rhetorische Frage. Also, falls irgendwer einen unterirdischen Witz erzählt oder es dir sonst wie kalt den Rücken runterläuft, dann ist ein Schaudern angebracht. Schlechter Scherz. Ekelhafte Kakerlake. So weiß dein Gegenüber direkt, wo der Hammer hängt. Hühnermist. Okay, cool. Danke, Mann. Ich habe die Emotion Schaudern erlernt. Da läuft einem kalt den Rücken runter. Vielleicht kriege ich jetzt jeden Monat eine neue Emotion. Oder war das jetzt einfach Zufall? Man merkt halt schon, dass ein neuer Monat angebrochen ist. Es gibt so viele neue Sachen hier. Echt krank. Aber ich will jetzt dieses Häschen treffen. Wo ist denn der? Versteckt er sich mit Absicht? Alter, was kann ich hier bitte alles ausgraben? Fossil? Noch ein Fossil? Übrigens bin ich mir unsicher, wie viele pro Tag spawnen. Es sind, glaube ich, unterschiedlich viele. Also früher gab es immer eine feste Anzahl. Also was heißt früher? In dem GameCube-Teil, da waren es ja 3. Aber hier habe ich so das Gefühl, das variiert. Am Anfang hatte ich auch 3. Dann aber irgendwie mal 4. Gestern, glaube ich, 5. Und heute 10 gefühlt? Also zumindest, wenn in den restlichen Löchern auch überall Fossilien sind. Aber es sieht danach aus. What's going on here? Bleiben wir doch gleich mal hier oben. Ey, habt ihr gesehen? Da ist so eine rosa Tulpe. Ich glaube, die ist da durch Zufall entstanden. Weil ich habe da ja nichts eingepflanzt oder so. Die ist da ganz natürlich entstanden, die gekreuzte Tulpe. Wenn es eine ist, aber sie sieht eigentlich genauso aus wie meine. Von daher muss es eine sein. Cool. Okay, hier oben habe ich jetzt auf den ersten Blick sonst leider nichts gesehen. Auch kein Häschen. Aber den finden wir schon noch. Dafür ein vergrabenes Osterei. Haben die eigentlich auch im Shop welche? Das wäre besonders witzig. Vielleicht muss man sich eins kaufen. Und das jeden Tag. Das Event geht ja bis zum 12. Oh, die haben einen Puzzle. Ist ja mal cool. Aber lasst uns erstmal ein paar Sachen verkaufen. Oh, und erfragen wir mal die Rübenpreise. 119. Also wir hätten heute auch keinen großen Gewinn gemacht, wenn die Rüben nicht verdorben wären. Ich glaube, das war schon ganz okay so. Wir haben keinen mega Verlust gemacht. Ach so, und den Baum werde ich jetzt auch verkaufen. Ich wollte ihn nämlich einlagern. War aber tatsächlich nicht möglich. Also Nintendo hat sich da scheinbar abgesichert. Damit man da nicht tricksen kann. Man kann keine Bäume einlagern, leider. Insgesamt noch 3900 Sternis. Okay. Das geht klar. Dann kaufen wir mal das Puzzle, das schöne. Hawaii-Puzzle. Da sind sogar Delfine drauf. Schön. Fällt mir. Die Kerze. Ein Glaskerzenhalter. Ja, warum nicht? Macht sich immer gut. Bei dem Teleskop bin ich gerade unsicher. Ist das das, was wir schon mal gefunden haben? Ja, oder? Doch, das müsste genau dasselbe sein. Nee, dann kaufen wir das natürlich nicht. Zumal es auch sauteuer ist. Geh jetzt mal den Hasen suchen. Sonst platzt mir noch der Kragen. Oh, Bruder, da bist du ja. Ich war schon völlig verzweifelt. Was machst du hier? Ja, rumhüpfen. Das ist auch das Einzige, was du kannst, oder? Ich hab dich überall gesucht, ey. Os der Hase. Versteht ihr? Du hast mich gefunden. Das sag ich doch gleich. Hallöchen. Ich bin keine Seifenblase. Nein, oh nein. Ich bin Us, der Hase. Stimmung. Ja. Die Frifra-Freude ist groß. Lass gerne mitjubeln. Nur Mut. Juhu. Und damit du weißt, warum du dich freuen musst, erkläre ich dir gern, warum ich hier bin. Übrigens, ich weiß, was du denkst. Aber die Antwort lautet nein.
Das hier ist kein Kostüm, verstanden? Pappalapapp! Zurück zum Tita-Thema. Übrigens, mit dieser Cap, die er da trägt, sieht er aus wie so ein Drive-Thru-Verkäufer. Bald ist Häschentag! Und alle so? Yippie, ich dreh durch. Spaß im Freien. Organisierte gute Laune. Und für mich jede Menge Arbeit. Weil du mich gefunden hast, verrate ich dir ein ganz super tolles Geheimnis über den Häschentag. Bereit? Mein Name ist Oos und jetzt lege ich los. Am Häschentag gibt's keine Schokolade, keine Bonbons. Am Häschentag gibt's Glückseier. Der einzige Nachteil? Du musst die erst suchen. War das soweit verständlich? Das mit dem Kuchen ist verwirrend, aber es muss sich halt reimen. Also gut, nochmal zum Mitschreiben. Auf der Insel sind 6 Sorten Glückseier versteckt. Die musst du sammeln. So viele wie möglich. Und dann bringst du sie zu mir. In Gebäuden drin brauchst du nichts zu suchen. Da lassen sie mich nichts verstecken. Bäume, Felsen, Gewässer, Erde, Himmel. Lass dir kein einziges Glücksei entgehen. Und zusätzlich zu diesem Bombentipp. Hier, bitteschön. Oh. Eine Bastelanleitung für ein Häschentag-Bett. Grundmaterial dafür sind natürlich Glückseier. Und nun noch eine Hammer-Ankündigung. Hoffentlich verspreche ich nicht so viel. Ich habe überall auf der Insel weitere Bastelanleitungen für Häschentag-Krempel versteckt. Je näher der Häschentag rückt, desto mehr Anleitungen gibt's zu finden. Wenn du alle Anleitungen findest und alle davon nachbastelst, dann kriegst du einen Wahnsinnspreis. Also such wie der Fluch und bastel mit Hastel. Das ergibt keinen Sinn, aber klingt doch ganz gut, oder? Einen viva wunderschönen Häschentag wünsche ich dir. Okay, du bist auf jeden Fall ein Freak. Aber, er hat recht, wir sollten... Shit. Komm, diesmal kriegen wir es hin. Ja! Ja! Lol. Oh, eine Wespe. Dich stecke ich glatt in die Wespentasche. Yes, Mann. Diesmal bin ich euch zuvorgekommen, ihr ekelhaften Biester. Nein! Was? Nein! Oh! Oh! Willst du mich verarschen? Nein! Als ob das passiert ist.